Ihr wollt mehr! Ihr wollt mehr! Wir haben Anfang letzten Jahres unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sie wollen. Wir wollen erstmal wieder mehr Geld. Für uns im Betrieb sind die wichtigsten Themen natürlich die Gehaltserhöhung, ganz klar, und auch das Rückkehrrecht aus der Teilzeit. Freizeit und Freizeitausgleich. Ich finde das Thema Vereinbarkeit vom Beruf und Leben und Familie sehr wichtig. Im Endeffekt fordern wir Gerechtigkeit für uns alle. Wir fahren zum Teil 3 Schichten. Das heißt natürlich, dass wir dann auch eine permanente Nachtschicht haben. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen sind ja auch sehr belastet. So, und dass man da endlich mal was macht, dass ich mal auch eine Auszeit mal nehmen kann, das ist eigentlich das, was man fordert. Wir wollen auch ein Thema der Auszubildenden lösen, nämlich die bezahlten Freistellungstage vor der Prüfung. Das war unser Ziel in dieser Tarifrunde. Wir wollten mehr Selbstbestimmung. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das Thema Zeit, dass das auch ein Politikum für die Arbeitgeberseite ist, das wird nicht leicht, aber wir wollen was erreichen. Es gab gute Warnstreiks. Wir hatten eine erste Welle. Die Kollegen und Kolleginnen sind gut rausgekommen. Wir haben noch mal eine zweite Welle gestartet. Die war noch viel besser. Wir haben ja sonst immer in den vergangenen Jahren immer eine Warnstreikwelle gemacht. Und jetzt fahren wir 2 große Warnstreiks in Betrieb. Wir haben sonst 11.000 auf die Straße kriegt. Nach der zweiten Warnstreikwelle werden wir 20.000 haben. Wir sind bereit. Wir sind bereit für mehr. Die Wirtschaft boomt und die Auftragsbücher sind voll. Auch bei uns. Höchste Zeit für mehr Geld! Höchste Zeit für mehr Geld! Ich weiß nicht, ich spüre, das ist etwas anderes wie die Jahre davor. Ich bin seit 86 bei Mercedes, habe schon einige Sachen mitgemacht. Und ich habe den Eindruck, dass diesmal irgendwie die Bereitschaft wirklich da ist, wirklich mal bis zum Ende zu gehen. 6% mehr Zeit für unsere Familie! Auf jeden Fall brummt ja die Wirtschaft und wir wollen auch unseren Anteil. Und ich bin froh und stolz, heute dabei zu sein. Weil es für uns richtig und wichtig ist, dass wir dafür einstehen und dass wir das auch am Ende bekommen, was wir wollen. Und jetzt müssen Sie die Arbeitgeberwahl einpacken, denn wenn Sie uns kein vernünftiges Angebot bis zum 26. machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Uhr für Sie abgelaufen und wir werden uns den Tarifvertrag holen. Wir müssen jetzt handeln. Entweder handeln die oder wir müssen handeln. Wir haben über 100.000 Kolleginnen und Kollegen in den Warnstreiks gehabt, so viel wie noch nie. Und mussten dann noch mal nachlegen mit unserer neuen Stufe, mit den 24-Stunden-Warnstreiks. Ich hätte nicht gedacht, dass die Arbeitgeber so weit gehen und nicht zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht verstehen, dass sie das eskalieren lassen. Ich bin davon ausgegangen, nach den ersten beiden Warnstreiks, dass dann auch Sense ist. Sie haben sich verspekuliert, sie haben das Mittel nicht ernst genommen. Ich glaube, die wollten auch sehen, ob die Mitglieder überhaupt bereit wären, für solche Forderungen auf die Straße zu gehen. Und von daher sage ich einfach mal, war die Einschätzung der Arbeitgeber eine falsche. Und ich denke mal, das wird die Verhandlungen jetzt doch wieder in Gang bringen. Fast 70 Betriebe, über 60.000 Menschen haben dann noch mal gezeigt, wir können mehr. Seit gestern um 22 Uhr sind in der ganzen Republik Kolleginnen und Kollegen, genauso wie ihr, im Ausstand für 24 Stunden. Und dafür wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir wollen und wir werden in dieser Tarifrunde ein Stück Tarifgeschichte schreiben. Wir haben also heute eine Premiere gestartet. Wir haben es geschafft, alle Arbeitnehmer, Produktion auf die Straße zu bekommen. Wir streiken hier, wir kommen der Aufforderung von IG Metall nach. Wir legen diesen Betrieb für 24 Stunden lahm. Auch die Angestellten haben sich solidarisch gezeigt und haben, wenn sie nicht IG Metall-Mitglied waren, Urlaub oder Freistunden genommen. Ich habe in meinem Leben noch nie den ganzen Tag gestreikt und ich bin selber überrascht, wie gut das hier bei uns funktioniert. Wir stehen mit den vielen Kollegen seit 4:30 morgens hier. Ich finde, das ist eine tolle Sache und die Belegschaft steht auch vollkommen dahinter. Bombenstimmung, waren ganz, ganz viele Leute dabei, ganz viele Delegationen heute Abend schon aus anderen Betrieben, also läuft. Die Stimmung hier ist klasse, es ist arschkalt, trotzdem sind alle hier. Und die Akzeptanz ist super. Wir erleben hier in Gevelsberg eher, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben kommen und fragen, wann sie denn die 24-Stunden-Streiks machen dürfen, weil wir jetzt erstmal gezielt Betriebe rausgesucht haben. Wir sind stolz darauf, dass wir mitwirken dürfen, die Tarifrunde zu gestalten.
Wir sind also auf die Straße gegangen, weil wir sagen, gemeinsam können wir das erzielen, was wir auch fordern. Für das Gemeinschaftsgefühl war das eine richtig gute Sache, war das richtig toll, gemeinsam davor zu stehen, dass wir dabei stehen, dass wir auch versuchen, den einen oder anderen zu überzeugen, eben nicht reinzugehen. Das ist auch gut gelaufen, ist uns nicht bei jedem gelungen, aber das waren ja Einzelfälle. Also von deswegen dieses Zusammenstehen, das gemeinsam hinzukriegen, das war schon richtig geil. Die Vorbereitungen dazu, die waren schon total geil, weil wir haben einen total super Vertrauenskörper und die haben da alle super mitgemacht und deswegen, ich würde das jederzeit wieder machen. Ich hatte da einen tierischen Spaß bei. Am Ende des Tages, heute stehen wir hier und haben ein Paket geschnürt, was zu mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit führt und wir haben am Ende 4,3% mehr Entgelt in der Tasche plus saftige Zusatzzahlungen im Jahr 2019. Bleibt uns nur noch wirklich Danke zu sagen für diese vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Tarifrunde uns geholfen haben. Sei es bei den Warnstreiks, bei den 24-Stunden-Streiks. Ohne diese vielen Helfer, ohne diese vielen Kolleginnen und Kollegen wäre dieses Ergebnis nicht zustande gekommen. Ein herzliches Dankeschön. Das ist euer verdienter Erfolg.